Drei Religionen, ein Haus. Corona bestimmt den Ablauf unseres Alltags neu. Wie beten Juden, Christen und Muslime in dieser Zeit? Das House of One lädt in die verschiedenen Glaubenswelten ein. Ich denke mal, als erstes ist es doch positiv, dass nach so einer langen Zeit wir wieder Gottesdienste gemeinsam feiern können. Dass das Gemeinsame jetzt nicht das große Gemeinsame ist, sondern eins, das in der Zahl nach der Möglichkeit, hier überall 1,5 Meter voneinander entfernt zu sitzen, sozusagen auch Grenzen hat. Das ist auf die Dauer sicherlich bedauerlich, aber ich denke mal, bei den ersten Malen wird die Freude überwiegen, dass wir überhaupt wieder gemeinsam Gottesdienste haben und feiern. Die Frage, was man an Einschränkungen hat, ja, man soll sich keine Hand geben. Ja, man soll seine eigene Kippa mitbringen. Es ist sozusagen ein bisschen alles auf Distanz gemacht. Aber wir haben ja eine gewisse Erfahrung darin. Wir haben ja früher in einem Raum, der den Charme einer Garage gehabt hat, Gottesdienste gefeiert. Man hat nach 5 oder 10 Minuten Gottesdienst eigentlich nicht mehr bemerkt, an was für einem unwirtlichen Ort man war. Und so setze ich mal darauf, dass es der Gemeinde und uns als Liturgen gelingen wird, dieses Miteinander in Gang zu bringen und eben gemeinsam einen Gottesdienst feiern zu können. Und alles andere werden wir nach 1, 2, 3 Wochen wissen, wo Grenzen sind, wo man vielleicht auch etwas anders oder besser machen kann oder wo es dann auch im Laufe der Zeit weitere Erleichterungen geben kann. Die hebräische Bibel ist unser Erbe. Aber sie wird eben auch in den christlichen Kirchen gelesen und dort auch anders interpretiert. Sagen wir mal, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und Gottes Geist waberte über den Wassern. Also, dass ein solcher Text dann von uns so verstanden wird, ein Wind Gottes war da und dass die Christen lesen, das war der Heilige Geist. Gut, das sind zwei sehr unterschiedliche Begriffe oder Blicke auf den gleichen Text, aber es sind auch zwei unterschiedliche Religionen. Es ist doch klar, wenn man den gleichen Text mit unterschiedlichen Brillen liest, dass man ihn auch anders verstehen kann. Mich stört das nicht, dass ein Christ es vollkommen anders versteht. Jetzt hat ein Verlag, der ja interessanterweise, also nicht nur die Tora, sondern den gesamten Tanach, die ganze Bibel, die hebräische, in Hebräisch und Deutsch, herausgebracht hat, hat jetzt ein Sonderheft in seiner Herder-Korrespondenz zum Umgang mit der Bibel herausgegeben. Und dort wird über die Aktualität der Bibel und über den Umgang, wie man sie heute verstehen kann, aus sehr unterschiedlichen Positionen gesprochen. Es gibt auch eine jüdische Position, aber die wird von einem christlichen Theologen dargelegt. Aber ich finde es schon wichtig und richtig, insbesondere bei der Zielgruppe von so einer Herder-Korrespondenz, dass die wissen, okay, das ist mein Blick, aber es gibt da vielleicht auch einen anderen Blick. Und dass sie das aus authentischer Stimme erfahren. Und nun muss man mal gucken, wie man die Dinge sozusagen, wenn schon nicht heilen, aber dann doch, wie man aus Problemen Chancen machen kann. Ich finde das total spannend, was andere, wie andere es lesen. In dem christlich-jüdischen Dialog ist es schon so, dass ich da manchmal Sachen höre, auf die würde ich nicht kommen. Aber das ist doch das Spannende. Dann entweder erkennt man seine eigene Position besser oder man kann sie auch manchmal überdenken. Und das ist ja das, wo ich immer denke, damit könnten Religionen vielleicht auch die Welt wirklich ein Stück voranbringen, dass sie voneinander auch zumindest wissen, wie der andere das gleiche Problem sieht, ob man das dann als seine eigene Lösung ansieht oder er sagt, nee, das ist jetzt nichts für mich, das ist eine andere Frage. Das finde ich jetzt auch nicht entscheidend, sondern entscheidend ist schon das Wissen darum. Und insofern finde ich auch das, was wir da im House of One machen, also dass wir miteinander über die Sichten auf Texte, auf Leben, auf Traditionen, auf religiöses Sein aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln versuchen und auch miteinander ins Gespräch zu kommen, das finde ich total spannend.